Sehr geehrte Bürger vom Chemnitzer Westen, Wahlkreis 7. Heute berichte ich wieder für den Sachsenkanal zur Kommunalwahl. Unser viertes Video für den Wahlkreis 7. Schönau, Stelzendorf, Siegmar, Reichenbrand, Mittelbach, Grünau und Rabenstein. Ich hatte ja versprochen, dass die Namen noch folgen der unserer Kandidaten, also der Kandidaten Freie Sachsen und Pro Chemnitz. Und Kandidatin ist meine Freundin Bettina Rehnert von der Baufirma Rehnert aus Mittelbach. Eine sehr, sehr bekannte Häuslebaufirma, wo auch Freunde schon die Häuser haben errichten lassen, ist selber Diplom-Ingenieur, FH wie ich auch. Und die Bettina kandidiert auch zum zweiten Mal, wie auch die Christine Erb aus Reichenbrand. Zum ersten Mal kandidiert die Marion Neubert und die Sabine Würg und auch der Günter Jungnickel. Wir werden noch die einzelnen Kandidaten vorstellen für den Wahlkreis 7. Seit gestern sind auch die neuen Wahlplakate da, die auch jetzt schon umstritten sind, mit einem großen Pro und Contra, sowie auch unser Bürgerbüro Pro und Contra. In der Bürgerstraße, Brauhausstraße. Wir machen dort regelmäßig Veranstaltungen und alle Chemnitzer sind dort recht herzlich eingeladen und wir sprechen durch besonders unseren Wahlkreis 7 an, von Schönau bis Rabenstein, weil wir regelmäßig Veranstaltungen durchführen, meist donnerstags oder freitags. Wir veröffentlichen das auch und die letzte Veranstaltung war am 18. April und wir machen auch Lesungen, wie gesagt, und Diskussionen, Bürgerbüro, Pro und Contra in der Brauhausstraße im Erdgeschoss. Ja, und die ersten, nachdem wir den ersten Fragekomplex abgearbeitet haben, vielen Dank für die E-Mails und den persönlichen Fragen. Wir sammeln auch die Vorschläge und die Anregungen für die Wahl und für die Zeit nach der Wahl mit den Baustellen und mit der Windkraftgeschichte. Einfach mal so, wir haben ja Mitglieder im Bürgerkomitee in Euba gegen die Windkraft und wir verurteilen Windkraft, die im Wald errichtet wird, in Naherholungsgebieten und am Rande der Stadt oder der Gemeinden, die zu entsprechenden Beeinträchtigungen führen. Und da meine ich den Menschen und auch die Tiere und noch vieles mehr. Und ja, also vielen Dank für die Zuarbeiten. Und mit den Plakaten ist es so, dass wir uns was dabei gedacht haben. Die sehen etwas speziell aus. Ist ganz lustig geworden. Manche sehen besser aus, manche sehen jünger aus, manche sehen noch 20 Jahre älter aus. Also ich sehe zum Beispiel dort auf dem Plakat wie 80 aus. Aber alles gut, ich finde es gelungen und es war ein ganz anderer Ansatz und ich denke, wir werden entsprechende Aufmerksamkeit damit generieren und ja, das war unser viertes Video, Wahlkampf Chemnitz 2024, Wahlkreis 7. Glück auf aus Grünau.